Ja, liebe SC-Fans, die Meisterschaft ist eingetütet, die Saison ist schon fast beendet und der Verein und die Mannschaft hat sich ein bisschen was überlegt. Wir wollen zugunsten eines karitativen Zweckes ein Trikot, eine Sonderedition unseres Trikots versteigern, ein Meistertrikot des Bezirksligameisters. Und zugunsten der Palliativstation in Weiden möchten wir gern dieses wunderschöne Trikot versteigern. Startgebot sind 200 Euro. Wir würden uns freuen, wenn hier ein bisschen was zusammenkommen würde, damit wir hier eine ordentliche Summe dann auch übergeben können. Also, bietet mit, seid dabei und holt euch diese Rarität. Also, servus miteinander, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Rathaus des Marktes Louis Willenau. Ich muss tatsächlich zugeben, es ist eher selten, dass man so eine stattliche Anzahl von Personen hier im Sitzungssaal haben. Ja. Wahrscheinlich hat unsere Sitzung so langweilig, deswegen kann man kaum zuhören. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich Sie bzw. euch heute hier bei uns im Rathaus zum Meisterschaftsempfang, auch im Namen meiner beiden Stellvertreterinnen, zweite Bürgermeisterin Sigrid Sieger, dritter Bürgermeister Hans Kick, sehr herzlich willkommen heißen darf. Ich freue mich, dass so eine stattliche Anzahl von Ihnen, von euch heute da ist und einfach auch Interesse hat an diesem Empfang, weil es ist natürlich schon etwas Besonderes für so eine kleine Gemeinde wie Louis-Willenau, wenn man so erfolgreiche Sportler hat. Und das wollen wir natürlich auch heute im Rahmen dieses Empfangs nochmal offiziell würdigen. Deswegen herzlich willkommen an die Herren 1 unserer Kegler und die Herren 1 von den Fußballern mit ihrer Betreuerin als einzige Dame, genau, und natürlich auch den entsprechend Verantwortlichen. Normalerweise ist es üblich bei so einem Empfang, dass der Bürgermeister ausgestattet ist mit einer Amtskette. Ich mochte das Ding nicht und habe deswegen ganz unten bei mir im Schrank gewühlt. Und schaut mal, was ich da Tolles gefunden habe. Gell? Also heute offiziell, gell, dann also mit Schal. Wer hat den also aber nicht lange getragen? Weil es tatsächlich sehr warm ist, aber ohne Absprache hat sich zumindest die zweite Bürgermeisterin heute in Farben des SCs gekleidet. Gell? Ja, mit Schwerpunkt. Wir seid immer zusammen, oder? Gut. Wer mich kennt, es sind ja einige bekannte Gesichter, einige Wegbegleiter unter Ihnen, unter euch, weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der, wo jetzt da lange Reden schwingt und so weiter, aber möchte natürlich schon offiziell ein paar Worte verlieren. Und ich glaube, es ist schon etwas Besonderes, wenn man heute diese beiden Ereignisse zusammen feiern kann, weil es halt nicht bloß für die Kegler eine hervorragende Saison war, sondern natürlich auch für die Fußballer. Wenngleich das Spiel nach dem Meisterwochenende etwas geschwächelt wurde, habe ich zumindest das Fußball gelesen, weil wir haben ja am Sonntag wieder die Chance, eure sehr, sehr gute Bilanz, ja, von nur, ich hoffe, ich so das Richtige, zwei Niederlagen, genau, so zu halten. Warum ist das für eine Gemeinde etwas Besonderes? Ich möchte euch nämlich als letztendlich Markenbotschafter bezeichnen. Wir lesen jetzt dann in der zweiten Bundesliga der Kegler, in der Landesliga, immer häufiger den Namen Louis Willenau. Und es ist schon richtig, wenn du irgendwo in Bayern unterwegs bist, woher kennt man Louis Willenau? Meistens von der Autobahnausfahrt. Das werdet ihr jetzt dann doch nun mal um einiges verändern und werdet letztendlich den Namen unserer Gemeinde
nach außen tragen. Und ich wünsche mir natürlich, dass das auch immer mit vielen positiven Ereignissen, mit positiven Ergebnissen nach außen getragen wird. Ihr habt alle Unwahrscheinliches geleistet. Kegler zum Beispiel, das erste Spiel, glaube ich, war trocken schlecht, aber dann alles entsprechend gut gelaufen. Und ich wünsche mir das natürlich auch, ab namens der Gemeinde, für die kommende Saison, dass ihr in der zweiten Bundesliga Bestand habt und dass natürlich auch ihr in der Landesliga euren entsprechenden Mann steht. So ein Erfolg, der kommt nicht von ungefähr, diesen Erfolg muss man sich erarbeiten, das habt ihr getan, aber, das wisst ihr alle besser wie ich, weil wenn ich vieles von meinem Vater habe, aber Fußballer, Gene wahrscheinlich oder man nicht übermittelt, ja, müsst ihr schon sehr viel dafür tun, dass auch dieser Erfolg in der nächsten Saison gehalten werden kann. Es ist nicht bloß das Sportliche, wo es natürlich einige Veränderungen hat. Ich, wenn mir alleine die Fahrstrecken anschaue, wo die Kegler, wo die Fußballer jetzt in der kommenden Saison auf sich nehmen müssen, das ist natürlich auch ein enormer organisatorischer Aufwand, der nicht nur die aktiven Sportler trifft, sondern natürlich auch das ganze Team außen herum. Egal ob die Vorstandschaft, ob Abteilungsleiter, ob Betreuer und so weiter. Ja. Also es geht letztendlich nur zusammen. Dafür wünsche ich euch alles, alles Gute. Nochmal herzlichen Glückwunsch namens des Marktes Louis Wildenau auf eine erfolgreiche Saison bei den Kegler und den Fußballern und uns allen noch einen schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch. Bürgermeister. Wir vom SC, ja, ich habe gerade vorhin gesehen, so sehen Sieger aus. Ja, ich glaube, die Truppe will auch ganz sagen, der Marktgemeinde Louis Wildenau, für eure Unterstützung. Ja, wenn wir irgendwas brauchen, wissen wir, wo wir hingehen müssen oder anrufen müssen. Ja, also da warten wir immer Hilfe. Aber im ganzen Rahmen des Erfolgs wollen wir natürlich auch eins nicht vergessen, für die Menschen, die wir vielleicht uns nicht so beieinander sind. Wir wollen auch seitens vom SC Louis Wildenau für einen humanitären Zweck, für die Hospiz, ja, dieses Trikot versteigern. Ja. Und da bitte ich euch auch um die Unterschrift, um einfach dieser Name Louis Wildenau im Verbund mit dem Bürgermeister, Gemeinderat, all die, die ein bisschen dazugehören, einfach nach außen zu multiplizieren. Ja, das ist für uns wichtig. Ich glaube aber auch viel mehr für die Menschen, die was nicht so gut geht. Ja, und da wollen wir auch dementsprechend unseren Beitrag leisten. Auch, wie gesagt, im Erfolg lächelt jeder. Und dem, was nicht so gut geht, ja, das wissen wir alle. Ja, das ist halt dann ein bisschen tragischer. Und da, wie gesagt, da wollen wir unseren kleinen Beitrag leisten. Für, wie gesagt, einen humanitären Zweck. Ja, und dazu bitte eure Unterschrift. Ja, und nochmal vielen herzlichen Dank, auch im Namen des Vereins, ja, vor der Vorstandschaft und allen Spielerinnen und Spielern und auch seinen Betreuern. Ja, egal ob Kegler oder Fußballer, wir sind ein Verein, der SC Louis Wildenau. Vielen Dank. Welches fährst du? Egal wo, ja natürlich heute muss ich ein bisschen anschauen. Ich glaube, es ist kostet. Dinge werden da auch immer noch mal bündeln. Was ist bei eigentlich ein Abend? Wenn das so weit sind wir noch nicht. Thank you.
unserer Sicht vom Trainerteam, denke ich, haben wir eine überragende Runde gespielt. Wir haben zwar gewusst, dass sehr, sehr viel in der Mannschaft steckt, dass wir es schlussendlich auch so früh schon für uns entscheiden. Hätten wir uns selber auch nicht zu träumen erwagt und sind da sehr, sehr stolz. Und ich denke, es spielt auch einfach das wieder, was die Verantwortlichen im Verein in der Saison alles investiert haben und vor allem auch, was die Mannschaft investiert hat. Und aus der Sicht, finde ich, ist das absolut verdient. Und die Saison ist jetzt noch nicht ganz rum. Wir haben jetzt noch zwei Saisonspiele, die wollen wir auch noch gewinnen. Also wir wollen mit den zwei Niederlagen, die wir bisher haben, das sollen ja die beiden einzigen Ausrutscher bleiben. Wir wollen jetzt die nächsten beiden Spiele noch gewinnen und dann vor allem auch mit Blick auf die Oberpfalzmeisterschaft, die ja auch noch ansteht, gehe ich ja den Bezirksligameister aus der Süd, wollen wir auch noch mal gewinnen und einfach den Titel mitnehmen, weil das ist ein Titel, den kann man sich dann irgendwo vermerken, dass man das einmal erreicht hat. Und das Wichtigste einfach, den Schwung aus der Saison mitnehmen in die neue Runde, dass wir auch in der Landesliga dann gleich schwungvoll reinstarten können. Weil, brauchen wir nicht reden, das wird eine knackige Geschichte, das wird anspruchsvoll, aber ich traue es uns absolut zu. Und da gehen wir ja frohen Mutes ran und wollen der Nächste einfach auch eine gute Rolle spielen. Macht er weiterhin, oder? Langsam mal so. Es gibt ja den Witz mittlerweile bei uns, wenn man Aufstiegsprämien zahlen und so, wenn man dann die nächste Saison absteigen sollte, was ist eine Retour zahlt. Was eine Retour zahlt? Also seit wann hat die Gemeinde einen Rückkonto? Ja. Das kenne ich nicht. Die Saison 22/23 vom SC Lübeldenau, es begann mit der Saisoneröffnung mit sehr hungrigen, dynamischen Spielen. Mit arrivierten Spielern sind wir die Saison gestartet. Ja, der Saisonverlauf war sehr, sehr positiv. Zur Winterpause haben wir einen hervorragenden ersten Platz in der Herbstmeisterschaft genießen dürfen. Und durch die idealistischen Vorbereitungen unseres Trainerteams um Benjamin Urban, Klaus Mucher und Nick Ruppert konnten wir konzentriert in die Rückrunde starten. Ja, somit auch in der Vorbereitung am Gardasee. Da wurden die ersten Meilensteine gelegt für die Rückrunde, für die erfolgreiche Rückrunde, dass hier mit der Meisterschaft hier beendet wurde. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft für das Teambuilding, für die geschlossene Gemeinschaft. Ja, und das wurde als Krönung dann vor zwei, drei Wochen hier in Lübeldenau gegen SV Grafenwöhr gemeistert. Ja, zur Zukunft, zur Landesliga. Klar, es ist eine neue Liga, es kommen sehr viele Unbekannte auf uns zu. Ja, Thema, welche Mannschaften, wie starten wir überhaupt in der Runde, wie können wir überhaupt mit der Mannschaft hier eventuell diese Landesliga bestreiten. Wir vom Verein sind uns zu 100% sicher, dass das Trainerteam und wir außenrum hier gezielt hier vorgehen werden. Klar ist uns bewusst, dass es hier eine Herausforderung sein wird. Aber mit der Mannschaft wollen wir uns dementsprechend auch in der Landesliga präsentieren. Es wird mit Sicherheit den ein oder neueren Zugang geben. Ja, bis dato können wir noch keine Namen sagen, aber es wird was kommen. Und nochmal, Ziel soll es auf jeden Fall sein, mit dieser jungen, dynamischen Truppe und wie gesagt mit dem ein oder anderen arrivierten Spieler hier diese Landesliga zu bestreiten. Für uns eine grandiose Saison. Jetzt natürlich eine Woche später mit dem Aufstieg der Fußballer den Höhepunkt in der ganzen Ortschaft Lübeldenau gefunden hat. Für mich als eingeschworener SCler und Rot-Schwarzer das absolute Top-Ereignis dann mit einer Riesenfeier hinten nach drei Tagen, das auch mich dann zum Schluss hergestreckt hat. Also als etablierter SCler seit der Jugend an das Highlight in meinem ganzen Sportlerleben. Wir durften heute hier im Rathaus des Marktes Lübeldenau einen Meisterempfang für zwei erfolgreiche Mannschaften des SC Lübeldenau abhalten. Einmal für die Kegler, für die Herren 1, die ja die Meisterschaft der Bayernliga errungen haben und somit jetzt Aufsteiger sind in die zweite Bundesliga. Und dann natürlich auch von den Herren 1 aus dem Fußballbereich, die ja souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga geholt haben und nun aufsteigen in die Landesliga. Wir wünschen seitens des Marktes Lübeldenau den beiden Mannschaften alles, alles Gute und natürlich viel Erfolg in der kommenden Saison. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass der Name Lübeldenau
durch die beiden Markenbotschafter, wenn man so möchte, jetzt weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht wird und hinausgetragen wird. Und wir freuen uns sehr, dass heute dieser Empfang stattfinden konnte.